Text, was dort gibt. Man tut den Kurs immer selber durcharbeiten. Es ist nicht einer, der da vorne immer das erzählt, sondern man tut das selber durcharbeiten. Lesen, schauen, macht das Sinn für einen, kann man das brauchen, sondern man muss nicht glauben. Ja, wieso nennen sie sich Religion, wenn man nicht glaubt? Nein, Das ist ja es die geht Definition darum, von einer Religion. ja, aber es geht, das ist jetzt, das ist nicht die Philosophie, das ist ein Lebensverbesserungskurs. Da sind gewisse Daten, Informationen gegeben. Das müssen Sie nicht daran glauben, das müssen Sie ausprobieren. Der Glauben an Gott oder an das Spirituelle, das ist etwas anderes, das ist nicht dogmatisch orientiert. Das ist Ihnen freigestellt. Wenn man die Philosophie studiert, die dahinter ist, Dann hat das man zwei ist. Religionen theoretisch. Dann kann man Christ und Ja. Scientologist. Das ist überkonfessionell. Da können Sie, wir haben Moslems, wir haben Aleviten, wir haben Christen, wir haben Christen, das also kann man auch wieder unterteilen. Wir haben Juden, also es hat keine Bedeutung. Also keine Einschränkung, sagen Sie so. So in dem Sinne keine Bedeutung. Also man gibt nicht seine eigene Religion wegen dem auf. Im Gegenteil, man kann vielleicht gewisse Sachen besser verstehen. Okay, macht Sinn. Ja, dann mal weitergehen. Wir haben drei Stück offen oder wir können runter. Was haben Sie für Stoffe? Was ist interessant? Ich weiß nicht, was ist interessant. Ja, oben haben wir eigentlich mehr den spirituellen Bereich. Haben Sie gesehen, wie der Seemeter funktioniert? Haben wir das Ihnen schon gezeigt? Also ich weiß, wie es funktioniert. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich weiß, wie es funktioniert so nicht. Sie haben es einmal gesehen? Ja. Also wir haben oben, ist im Prinzip, kann man sagen, wirklich der religiöse Bereich, also die geistliche Beratung, die man macht, 1 zu 1. Also mit dem E-Meter? Ja. Das ist dann im dritten Stock, ist nicht sehr interessant, eigentlich, dass man nur sieht, wenn man so nach oben sieht. Ja. Wenn Sie das sehen, haben wir Licht auf und laufen nachher oben an. Dürfen Sie sich frei bewegen? Sie dürfen sich sowieso frei bewegen, aber es ist gut, wenn ich vielleicht ein bisschen in die Nähe bin. Ja, wir würden vielleicht mal selber lösen. Okay. Und dann können wir immer noch auf Sie zurückkommen. Sie sind ordentlich. Danke vielmals. Hallo. Ja. 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 Alles so peak fein war. Danke, ich bin gut. Hm? Danke, ich bin gut. Ja. Ich weiß nicht genau. Was Hutbeauftragte? Haben die, ich habe einen Prospekt, das kann Ihnen zeigen, was für ein Gebäude ist. Da brauchen Sie eine Tour? Nein, nein. Ich habe schon vorher gehabt. Man hat gesagt, wir waren auf schnell viel los. Ja, aber ja, was ist ein Hutbeauftragter? Ein Hut ist, jeder Beruf hat eine bestimmte Art von Hut eigentlich. Traditionell, ein Koch hat eine Kochmütze und so. Ein Zugführer hat einen anderen Hut als ein Schaffner und so weiter. Und deswegen heißt bei uns die verschiedenen Funktionen, die jemand hat, heißt ein Hut. Okay. Ja? Das, das hat sich einfach so entwickelt. Das hat jetzt gerade so ein Hutbeauftragter gemacht, der Hüte oder was? Ja, genau. Und der Hutbeauftragte kümmert sich eben darum, dass jeder sein, die, alles, was er tun muss, kennt und weiß, was er machen muss. Und dass er das einfach, dass die ganze Organisation funktioniert. Weil wenn in der Organisation jemand ist, der seinen Hut nicht kennt und nicht weiß, was er machen muss, dann weiß man nicht, was da rauskommt. Dann ist er dafür verantwortlich, dass jeder weiß, was er schlussendlich muss machen. Genau, richtig. Das ist so abteilungsleitermäßig. Nee, der schaut einfach, dass jeder weiß, was er zu tun hat. Okay. Es wird also alles aufgeschrieben und dann kann man fragen, weißt du das und so. Und da ist das sind ja Büros, oder? Einfach, ja, ja. Ich jetzt gesehen. Also, haben wir die Kursfragen schon gesehen? Oder? Nein, aber wir haben gesagt, wir laufen einfach mal. Gerne ja, ja. Hm? Danke. Danke. Ja, ja, was? Was soll ich gerade nicht hören? Wieso?
Oder für so eine Halle. Dianetics, ja, glaube ich. Also es ist einfach so. Es ist einfach so. Ja, man kann ja nicht sagen, dass es in der Bibel ist, oder? Es ist mehr so ein Leitfaden. Die Dianetik ist keine Bibel, das ist das erste Buch, das Elron Hubbard geschrieben hat. Mhm. Und da ging es einfach darum, was man mit Bildern macht, die immer wieder kommen, und wenn man mit Bewusstlosigkeit umgeht und Schwierigkeiten im Leben und um Leuten zu helfen. Und daraus hat sich eben eine große Technologie entwickelt, wie man Leuten helfen kann. Okay. Aber das geht um den Verstand. Und Scientology später geht dann um das Wesen selbst. Und wie viele Bücher gibt es insgesamt? Oh, das ist ja das Frage. Hauptbuch, oder? Also hat mir mal jemand so gesagt, das ist eigentlich das wichtigste Buch. Und noch alles drauf ist aufbauen. Das war das erste Buch, aber da hat sich viel entwickelt danach, was er damals noch nicht wusste. Okay. Das ist das Buch, was am meisten promoted wird. Arbeiten Sie so lange hier? Für Scientology arbeite ich seit 2000. Aber hier seit 3 Wochen, weil ich bin eigentlich gar nicht von hier. Und jetzt aber fest hier. Nee, eben nicht. Ich bin eigentlich von der Europäischen Kirchenleitung in Kopenhagen. Kopenhagen? Ja. Also ich kann ihn rausfinden. Sie sind von Kopenhagen extra dahin gekommen? Ja, zum wir haben ja den Eröffnungsevent gemacht, die Veranstaltung. Ah, okay. Da hatten wir 2400 Leute auf der Straße. Ja. Weiß nicht. Ja. Das war letzten Samstag. Ah, ich weiß es nicht. Ja, deswegen sage ich es. Okay. Und dann jetzt haben wir noch ein paar Sachen fertig gemacht. Also 2400 Leute, die von Kopenhagen da hierher sind? Nein, von Basel auch. Ja, das Besucher. Ah, wo interessiert sind. Ja, okay. Genau. Sind mit Sport. Ja, gehen wir weiter. Also wer die Idee mit den Kühen hatte, weiß ich auch nicht. Oh, das ist herzig, das ist so schweizerisch. Was? Die Kühe, die sind so schweizerisch. Heidi Schweizer. Ja, geil. Heidi Kühe. Ah. Und das ist einfach so schweizerisch. Die kann man kaufen, ja. Mega herzig. Cool. Ja. Aber es ist schon anders, dass jetzt irgendwie eine Kille, also normale Kille reingehen. Es ist ja nicht. Was ist Kille? Kirche. Ja. Das ist ja schon anders als. Anders als in einer anderen. Ja, das ist eine Scientology-Kirche. Ja, aber ich meine Kirche, dann denkt man an eine Kirche. Ja. Darum, ja. Stimmt, aber es ist anders als erwartet. Das verstehe ich, aber es ist trotzdem eine Kirche, weil man hier das macht, was man in der Religion macht. Man kümmert sich um den geistigen Fortschritt. Mhm. Und man schaut auf sich selber und man schaut, was im Leben passiert und darüber hinaus, und das ist eigentlich genau das, was man in der Kirche macht. Ein bisschen anders, aber es hat die gleiche Funktion wie eine christliche Kirche. Okay. Cool. Ich habe eine Sache geklärt, und zwar, da das auch ein Bürogebäude ist, kann man nicht einfach selber rumlaufen, aber ich kann Ihnen gerne Führung geben. Ah, der Ding hat ja gesagt, man kann. Ich weiß, aber das haben wir inzwischen einfach nicht ganz klar. Aber ich kann also wir gehen schon, wir machen schon nichts kaputt. Das glaube ich nicht. Also wir sind jetzt nicht da randalierig oder so. Nur interessiert. Genau, so, das ist eben unser Buchladen, wo man das sind Einführungsbücher für Anfang des Scientologen. Mhm. Aber dann gibt es auch für die Leute, die hier viel studieren, gibt es auch die ganzen Vorträge, wo man eine Menge mehr kochen kann. Und dann auch Filme dazu? Ja, Filme gibt es auch, ja, jede Menge. Haben Sie auch was gekriegt? Ich war ein bisschen, aber ja. Nicht Hauptdarsteller. Vielen Dank. Aber gerne von den Kalle. Hey, warte doch mal, du kannst nicht einfach so rumlaufen. Danke, deine Zeit.
getauscht. Typisch voll. Was machen wir da überhaupt? Dürfen wir das sehen? Ah, grüß Sie. Wir glauben, wir haben uns verletzt. Kommt auch ein neuer Fall. Ein Mann mit Flügel. Das ist ja eine Flügel, weiß ich. Weißt du, was das ist? Nein. Ich bin dafür verantwortlich. Hast du den Raum gesehen, den sie haben? Er hat doch gesagt, sie haben so einen grossen Raum. Grüezi. Jemand hat gesagt, sie haben so einen grossen Raum, wo alle sich treffen dürfen. Wo sind? Alle treffen. Also, ach so, wo die treffen sind? Ja, genau. In der Gemeinde. Ja, genau. Ah. Und da haben wir die Terrasse. Schönen Wetter. Mega toll. Ah. Ist das hier für die Technik? Ah, ich dachte, das sei so ein Rednerpult, weil ich weiß ja nicht. Auch nicht die Aufnahme, die Sachen, die wir ausgegeben haben.